Jugendliche an Entscheidungsprozessen beteiligen und das digital? Jugend beteiligen jetzt zeigt, warum und wie. Jugendliche wollen mitreden und sich engagieren. Digitale Wege der Kommunikation und Beteiligung sind ihnen längst vertraut. So gelingt's. Um ihr volles Potenzial zu entfalten, muss Jugendbeteiligung mit digitalen Medien gut geplant sein. Also die Ziele sowie die Ressourcen gemeinsam mit allen Beteiligten festlegen. Alle Informationen zusammentragen und zur Verfügung stellen. Den Entscheidungsspielraum abstecken und den Prozess transparent und anschlussfähig gestalten. Wenn Vereine, Verbände oder Kommunen diese nutzen, erhöhen sie ihren Vorteil als beteiligungsfreundliche Institution, Land oder Gemeinde. Die Zufriedenheit und die Identifikation steigen, wenn die Jugendlichen sehen, dass ihr Engagement zu Ergebnissen führt. Mehr Transparenz und mehr Beteiligung sind zunächst einmal ein Mehraufwand, von dem jedoch alle im Ergebnis profitieren. Wie kann ich digitale Beteiligung gut umsetzen? Dafür gibt es praktische Werkzeuge, die sich nach dem jeweiligen Bedarf filtern lassen. Mit Camper können Sie ein Barcamp organisieren. YPART lädt Jugendliche, Politik und Verwaltung ein, gemeinsam an verschiedenen Themen zu arbeiten. Auf der Plattform gibt es weitere hilfreiche Tools. Wenn Sie noch unschlüssig sind, welches für Ihr Vorhaben das geeignete Werkzeug ist, unterstützt Sie die Entscheidungshilfe bei der Auswahl. Wie machen das eigentlich andere? Die Projektlandkarte zeigt Beispiele guter Praxis. Sie möchten anderen Ihr Projekt zeigen? Tragen Sie es hier ein. Sie wünschen sich mehr Wissen oder möchten sich weiterbilden? Informationen dazu gibt es hier. Nichts verpassen! Unter Aktuelles finden Sie relevante Termine rund um digitale Jugendbeteiligung. Außerdem News sowie interessante Berichte zum Thema. Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter. Sie haben Fragen oder Anregungen? Wir freuen uns über Ihre Mail.